Und damit Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren illustren Runde Red Dead Roleplay, wo wir in der letzten Folge aus Versehen, und das war wirklich aus Versehen, hier reingerutscht sind. Ja, die Musiker sind jetzt Deputies. Vielleicht sind wir... Ey, Digga, mach doch nicht sowas. Vielen Dank für dein Abo, Alter. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist Jacques. Moment. Sheriff, Jacques. Kommen Sie mal. Sheriff Jacques. Was ist los? Hier war gerade eine Frau. Und du hast sie jetzt erschossen, oder? Sie rannte hinter diesen Baum oder in dieses Gebüsch und ist weg. Ist da ein geheimer Tunnel? Vielleicht. Vielleicht hat sie ein Problem. Norwell? Wie findest du mein Hemd, Jack? Trivia. Trivia. Ich fand aber auch dein letztes schon in Ordnung. Jack, was heißt Trivia? Ich muss das ja jetzt auch wissen. Trivia. Bien heißt gut. Und Trivia heißt sehr. Also ist es sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Oh, schau mal. Sind meine Hände völlig losgelöst. Ja, und mach mal ich deine weiß, Weste noch alles mal. Gut. Plötzlich auch fast. Ja, ja. So wie so eine Brille? Natürlich. Ja, Mann, also vielen, vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. 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 Danke, danke. Easy, ich überfalle Sie. Moment. Ich überfalle Sie. Was tun Sie jetzt? Geht nicht. Ich überfalle Sie zuerst. Aha. Überfall. Ah. Überfall. Ah. Über. Ah. Unterfall. Oh. Oh. Au. Jetzt sind mir sogar der Bart weggeflogen. Ihr macht dich fertig, ihr Franzosen. Wer bist du? Wer bist du denn jetzt? Da ist mir sogar der Bart weggeflogen. What the fuck? Ja, aua. Chuck? Der dumme Marshall. Digga. Ist das eine kranke Sau. Alter, das Ding ist halt, das Problem ist, Curtis hat eine riesige Fresse. Und wie er vorher den Marshall und den Sheriff blöd angemacht hat, Alter, obwohl gerade zweimal in den Boden geschossen wurde. Und er hat halt einfach nicht mehr die Fresse halten können und hat die voll angeschissen, Alter. Und die haben dann einfach nichts mehr gesagt. Ich hab gedacht, ich sterbe jetzt. Das war's. Ich hab gedacht, das war's. Curtis, Staffel 2, nix mit mehr toller Musik und so. Sein Leben geht jetzt zu Ende. Nein, die sagen einfach nichts mehr. Hoho, hab ich Schwein gehabt. Kann man sich auch... Kann man sich neu... Kann man respawnen? Weil mein Bart ist weg, mon Dieu. Jacques. Jacques de Français. Ich krieg's nicht ausgezogen. Wow. Scheiße. Jacques, du hast mir den Bart aus dir Fresche geprügelt. Mann, hilf mir mal. Ja. Es hängt fest. Es geht. Wir gehen nochmal in die Klamottenladen. Komm schnell. Hast du da Harz dran? Kleber oder so? Mal geben und mal nehmen. RP halt. Ja, aber ich, Alter, Digga. Was ist hier los? Der fucking Marshall. Ich hab gedacht, ich kassiere jetzt so hart auf die Fresse. Ja, und dann kannst du einfach wieder... Leg das, den Katalog einfach wieder weg. Weißt du was, wir gehen einfach, komm. Ich hab die Schnauze voll von der Scheiße hier. Ja, Chaos. Ist warm. Es ist scheiße warm. Verdammte Scheiße. Und die Handschuhe, Jack, die Handschuhe. Ach, ist die Handschuhe nicht. Ja. Gut, raus jetzt hier. Was? Bist du einer vom Support? Kann das sein? Glaubt der Name heute bei einem Ticket gelesen haben. Ist Marshall nicht sogar irgendeiner von der Leitung direkt? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich habe gedacht, der Marshall wird vom Team gestellt. Ja gut, das kann aber auch genauso heißen. Support, ne? Team. Jedenfalls, ey, wir haben den Spaß unseres Lebens auf diesem Server. Es ist wirklich sehr High-Quality-RP und wir lieben es, weil wir sind halt auch, wir haben einen sehr hohen Anspruch, was angeht. Und wir fordern halt auch die Leute ganz schlimm. Deswegen ist es gut, dass wir mal auf der guten Seite stehen. Und nicht auf der komischen. Nicht wahr, Jacques? No. Nicht? Überhaupt nicht. Jetzt kommen wir alle erstmal runter. Beruhig dich mal. Ich beruhig dich. Jacques, nein, beruhig dich.
Beruhig dich. Beruhig du dich mal. Beruhig du dich. So, beruhig dich. Oh! Das darf nicht schon wieder anfangen. Ups. Wieso hast du geschossen, Mann? Wegen dem Sturz hat sich der Schuss gelöst. Irgendwie wie die letzten Deppeln. Hat keinen Einfluss auf IC. Nee, das war, soll doch kein Vorwurf sein. Alles stopp. Ja, Sheriff. Wir gehen nicht zum Sheriff zurück. Nein, nein, wir brauchen was zu essen. Ich hab Hunger. Ja. Hä, hey, was ist denn da hinten? Shark? Was denn? Das da ist gerade eine nackte Frau. Sie dir. Ach, du hast wirklich? Da war wirklich eine Frau? Im Namen der Anstand. Im Namen des Anstands. Hallo? Oh, ey, warte kurz. Die war da gerade schon. Die war gerade schon, hat sich dann im Gebüsch versteckt, hat Jacques gesagt. Also ich muss ihm ja glauben. Jacques, sie ist hier. So. Sie ist da drin. Sie zieht sich, glaube ich, an. Ich weiß nicht. Ah, das ist gut. Aber sie sah aus, als hätte sie kein Geld. Dann als gute Sheriffs helfen wir ihr, ne? Hey Kevin, sei mal nicht so fies jetzt hier. Ja, also das ist also. Du lernst mich noch kennen, du Bastard. Curtis Worte, nicht meine. Die wollen schon sorgen wir für Ordnung. Ist das nicht großartig? Wo sind sie hin? Das gibt's nicht. Sie ist schon wieder weg. Sie ist schon wieder weg. Ich stand doch vor der Tür, verdammt. Wir gehen jetzt. Ich hab Hunger. Wir gehen in den Pub. Müssen. Wir gehen in den Pub. Ja, wir sind dann ich war noch nie in Saint-Denis, war noch nie da, das zieht mich fort, es ist ein Hohn, was dort passiert, die Industrie zu kultivieren. Jack, wir brauchen dringend eine Gitarre, mein Freund. Aber woher nehmen wir die Stelle, ne? Ja, vielen Dank, trotzdem vielen, vielen Dank, Digga, für dein Abo und dein Follow. Gut, dass du sie auch danke, gesehen danke, und wir sehen uns bald wieder. Ich hab noch ganz viel Spaß mit dir vor. Tschüssi. Was hast du gesagt? Ich sagte gut, dass du sie auch gesehen hast. Die nackte Frau, meine ich. Oder Kevin, ich will auch ins Bett. Moment, wo geht es denn hier zum Park? Macht einen guten Job, sonst gibt's auch mal. Ja, das werden wir sehen, wer auf die Fresse bekommt. Ich war ihr Wichser, ihr Eschlinger. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch, ne? Und bis bald. Na? Auf Wiedersehen. Und schlaf gut. Was sagst du? Wo geht es denn hier zum Park? Na, folg mir, ich kenn mich aus. Ich bin Sheriff hier. Wir müssen eigentlich Patrouille reiten. Ach so, wo sind die Pferde? Na, wir müssen. Na, nicht ihr. Müssen wir ihr Patrouille reiten. Na, auch? Ich glaube, das war die richtige Entscheidung erstmal. Ja, wir sind noch am Leben, also war es die richtige, ja. Ja, und wir sind hier nicht, wir können hier uns noch. Dann bleiben wir erstmal hier, ne, im Süden. Gucken, wie sich der Wind dreht. Also mal schauen, wie es aussieht. Wenn wir. Mal die Grenzen abreiten und so. Hm? Hm. Ah, hier ist das Pub, oder nicht? Ah. Ist nicht hier? Ach so. Ah, hier gibt's nichts Essbares mehr. Da ist niemand mehr. Also können wir den Hinterausgang anschauen.
wir könnten auch eine regelmäßige Route dann immer ausmachen, die wir durch Chantilly laufen, oder? Müssen wir. Nein. Wir können auch einfach so Streife laufen. Was ist los? Was denn? Ja, also wo... Na, zum Beispiel, wenn wir die Pferde mal wegschicken, so... Das wird ein... Oh, Schack! Mon Dieu! Mon Dieu! Erschreck mich doch nicht so! Du musst mich doch nicht einfach umdrehen, wenn ich hier... Gut. Hier liegt er. Hier, bitte. Ah. Hä? Ach so. Warte. Ich heb ihn dir auf. Wurde wohl nichts mit der Minze, Digga. Sie haben das komplett vergessen. Die. Was denn? Merci, das heißt danke. So, bonjour. Ne, was sagt man noch, bitte? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Okay, guck mal. Achso, nee, erst dein Pferd wegschicken. Mein Pferd ist immer noch oben, voilà. Wir sind doch für das County zuständig. Was machst du denn? Oder willst du nur in Chantilly rumreisen? Ich will nicht hier rumrennen. Überall. Überall rumreisen, du hast völlig recht. Deswegen... Lass uns reiten, das ist cooler. Ja, wo möchtest du? Cooler? Ach so, wir sind cool. Ich weiß nicht, nein, das ist sehr heiß, ist nicht cool. Ja, ist immer noch. Fühlt sich immer noch an, als wären 40 Grad, ich weiß nicht. Die Luft steht. Nicht wahr? Genauso wie unsere Schwänze. Ach so, nee, warte. Du, Jacques, sag mal, wo hast du denn so ein großes, tolles Pferd her? Ich brauche auch so einen großen. Also, Pferd. Ja, spart dir ein bisschen Geld zusammen. Was hat der denn gekostet? $1,44. Ja, Jacques, ich habe ja $2,50. Rivia. Wir haben ja schon Bezahlung bekommen, Jacques. Wir sind bald reiche Männer. Ja, wir werden reiche Männer sein, da kannst du dir sicher sein. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Zuwendungen. Naja, vielleicht ein Gewehr wäre schön, ne? Ja, wir müssen uns hier mal umsehen. Ja, wie wär's denn mal? Eine Laterne wäre noch toll. Wenn wir irgendwelche dunklen Ecken haben, wo wir reinschauen. Ein Lasso brauchen wir drin. Lass uns ganz viel. Und Messer. Um das Lasso auch wieder loszubekommen. Nicht, dass wir immer den fesseln und dann. Also sollten wir erst einmal sparen auf Messer und Lasso, ne? Ja, und auf das Pferd, das ist das Erste. Nicht wahr? Wo hast du das denn her? Nach, Von welchem Stall? Ja. Ach so, das sag ich besser nicht. Das ist ja D'Artagnan. Natürlich, den habe ich aus Mexiko. Stimmt ja. Hast du wirklich? Hä? Hast du wirklich aus Mexiko? Natürlich habe ich den mitgebracht. Immer bei mir. Schauen wir mal kurz hier in den Stall gucken, ne? Willst. Das ist das Problem, warum hab ich immer die kleinen Pferde? Wird immer Geld hier, ne? Ja. Audi. So ein ganz feines Ferdi. Was ist los? Ist doch ein ganz feines Ferdi, was du da hast. Jefferson. Hier sind die Pferde. Ach so. Muss wirft man einen Blick auf die Pferde. Zwinker, zwinker, du weißt schon. Ja, genau. Schlag sie, dann müssen sie gleich wieder raus. Ja, genau, schlag sie, dann müssen sie gleich wieder raus. Kann man. Die alle Städte, die wir patrouillieren müssen. Kann man auch eine Scheiße machen. Rot und Saint-Denis oder was? No, Moment. Moment, Moment. Ja, Moment. Oui. Oh, Fromage. Fromage. Oh, le baguette. Ich mir. Also, wollen wir nochmal nach Rotseite? No. No? Momo!
Wo ist mein Pferd? Chefachson. Oh! Mon Dieu. Ja, weil ich brauche dringend was Scheiße und ich falle gleich um. Ja, dann Rutz, oder? Ja. Auf geht es. Sheriff, ja, Sheriff de France. Ich Genehmigung, dass wir hier schnell reiten dürfen. Ja, danke. Ich gebe dir auch eine. Danke. Sheriff de France. Der Français. Oder wie Georges sagen würde, Franzose. Mann, mir fehlt Georges. Und wenn ihr uns jetzt sehen könnt, der würde uns erschießen. Ey, ich komme nicht auf Jacques Clair, ist so geil. Dann reiten wir doch über diese Farm. Ist eine gute Idee, da kann nichts passieren. Dann können wir mal gucken, dass alles in Ordnung ist, ne? Ach stimmt, wir dürfen das ja jetzt. Natürlich, das ist unsere Farm. Ich meine... Du weißt, was ich meine. Jacques! Was? Stopp! Merkst du das nicht? Steig mal ab! Oh mein Gott! Merkst du das? Was denn? Gib mal einen Schuss in die Luft ab! Warum? Mach mal! Warum? Mach! Einen! Ich will nicht! Mach es! Warum? Fühle es! Du wirst wissen, was ich meine. Spürst du das? Die Richter Gottes. Jetzt sind wir es wirklich. Die Richter Gottes. Und wir sind auch noch auf der Seite des Gesetzes. Wir sind Jide. Gendarmerie. Gendarmerie. Non, wir sind Jide. Die Richter Gottes. Ja, Jide. Wir haben es geschafft. Erneut. Hier können wir rein. Da steht, dass man nicht rein darf. Wir dürfen. Oh, ich glaube, wir kriegen einen Anschiss, wenn wir die... Oh, stinkt das Zeug. Was ist das? Tabak? Schau, da hinten... Halt, stopp. Da hinten steht jemand mit der Lampe da links. Bei der Hütte. Wir sagen guten Abend. Höflich, ne? Wir sind Southland Gentleman. Ne? Genau. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir. Guten Abend. Guten Abend. Ist alles in Ordnung? Hau dich, Sir. Ich bin noch einen guten Abendtrunk, ne? Das ist ja wunderbar. Gut. Ist alles gut, ja? Ja. Irgendwas aufgefallen in der Gegend? Ja, wir sind die neuen Jedi. Ich meine, die Sheriff. Was, am Hauptgebäude hat sich jemand rumgeschlichen? Ja, wir schauen mal nach. Ist kein Problem. Machen Sie sich keine Sorgen, Monsieur. Wir gucken mal nach. Wir gucken nach. Wir haben das im Griff. Auf Wiedersehen, einen schönen Abend. Wenn jemand fragt, Curtis und Jacques waren hier. Jacques? Da steht ein Mann an der Tür an dem Gebäude. Ist das... Oh, nee, der ist bewaffnet. Ich glaube, der schleicht hier nicht rum. Wir sollten ihn mal fragen. Ja. Howdy, Sir. Wir geben uns als Deputies zu erkennen. Sheriff. Sir, ich rede mit Ihnen. Monsieur, bleiben Sie einen Moment. Suchen Sie jemanden. Monsieur. Sie da mit der Waffe. Monsieur, alles in Ordnung. Hallo. Ihr Freund dort vorne rechts. Bleibt auch bitte ganz ruhig. Haben Sie jemanden gesehen hier? Sagen Sie, wir suchen jemanden, der sich hier ums Gebäude schleichen soll. Haben Sie da was davon da gesehen? Sie haben alles unter Kontrolle, ne? Wie, was ist falsch mit uns? Ist alles in Ordnung? Jacques, ich glaub... Scheiße, auf! Jacques! Oh mein Gott! Mon Dieu, auswärts! Okay. Ich glaube, die kommen auch ohne uns klar. Oh, Scheiße. Was bedeutet das? Privatgrundstück? Ich weiß es nicht. Privatproperty? Was meinen die? Was meinen die damit? Ich weiß nicht. Oh. Okay, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Okay, ich glaube aber, die kommen hier klar auf der Farm. Ich glaube, wir brauchen wir nicht nochmal nachschauen. Ich glaube ja auch. Also. Oh, ist in Ordnung. Ja, lass uns hier wieder nach Rhodes. Scheiße. Jetzt ist mir aber das Ernst in die Hose gerutscht. Ja, ich nehme an, die haben alles im Griff, ne? Also, wenn sich da jemand rumtreibt, dann vielleicht hat uns der Typ verarscht. Ja, das glaube ich auch.
Vielleicht waren die drei, dass die sich rumgetrieben haben. Ja, da sind die Wachen dort, mon Dieu. Hast du das nicht bemerkt? Ja, aber vielleicht haben die sich ausgegeben als Wachen. Glaubst du, irgendwelche Einbrecher geben sich aus und erzählen was von Privatgrundstück? Ja, aber das ist doch genau das, was die wollen. Dass wir das denken. Meinst du, wir sollten wieder reden? Nein. Die schießen uns auf Sichtkontakt. Ja, also. Dann sagen wir, das waren die Wachen, ne? Ah, da steht ein Kollege. Adi. Ach stimmt, das ist ja jetzt unser Büro. Ja, wir sind die neuen Sheriffs hier, ne? Ja. Rhodes und Santonin Zugehörigkeit. Ja, mehr gibt es ja auch nicht. Rhodes und Santonin. In Ordnung? Sie, darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Sind Sie überhaupt? Gut. Ich geb dir gleich einen auf die Schnauze. Was geht denn? Hey. Ich glaub dir Hals! Geht's noch? Schack, das ist kein Officer! Au! Na bitte! Sie haben das Recht zu schweigen! Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verkündet werden! Hast du eine harte Rechte? Gut. So, direkt ins Gefängnis. Sag, mit dem. Zelle aufschließen. Lass mich durch. Ja. Lass dich durch. Los. Alles in Ordnung? Nee. Rein mit dem. Jacques, wo wolltest du denn gerade so schnell hin? Wo wollte ich was? Wo wolltest du gerade zusammen? Was? Hallo, guten Abend. Guten Abend. Audi. Alles in Ordnung? Alles gut? Ja. Sie sind Santini nicht mehr ausgehalten, oder? Santini rannte eine nackte Frau herum. Aber wir konnten sie nicht, stellen. Keine Ahnung, sie tauchte auf und war wieder verschwunden. Ja, total. Das war ganz komisch. Wenn wir hier gerade dann waren wir auf der Galigalol, haben dann kurz nach dem Rechten gesehen, alles in Ordnung. Und jetzt haben wir hier gerade einen betrunkenen Ding festgemacht, ne? Ja, das war der Wahnsinn. Ja, der wird sich hier ein bisschen den Rausch erschlafen. Ja, verstehe. Ich glaube, der hat sich gerade ausgeschlafen. Guck mal. Scheiße, alles geht's wieder, ja? Geht's wieder gut? Geht's wieder. Oder brauchen Sie die Franzosen haben Rhodes übernommen. Ja, brauchen Sie sich gleich nicht wieder so provokant hinstellen, Sie Wichser. Ja. Gut. Ja, lass ihn in Ordnung. Gut. Unsere neuen Kollegen. Gut, irgendwas bei Ihnen? Wo kommen Sie jetzt her? Wir waren mit der ganzen Welt stationiert. Und haben Weizen Mais gekauft. Wissen Sie, wo wir was zu essen bekommen? Im Saloon. Mr. Jennings steht da hinten und schlachtet gerade Tiere. Das ist der Saloonbesitzer. Hat die meine Suppe nicht geschmeckt? Nein, das habe ich doch gesagt. Sie war ganz furchtbar. Wir wollten doch ehrlich miteinander sein. Mr. Roberts auf dem Wort. Ja. Gerne. Gut, ja, dann gehen wir mal in den Saloon. Na, gehen Sie zum. Mr. Jennings ist am Schlachter. Ja. Ich will erst zu Ihnen gehen. Mal zum Schlachter. Der Schlachter ist da vorne, ne? Ja. Mr. Murray? Gefällt dir wohl, Sheriff zu sein, ne? Da haben wir auch. Diese Autorität, die steht mir, ne? ja, total. Und dir auch, Matthias. Ja, aber irgendwann müssen wir aufhören und Musiker werden, wenn das sich dann ergibt. Absolut. Wir Wo ist der denn jetzt geschlachtet? Ich glaube nicht, dass wir lange Sheriff bleiben. Was? Spaß. Hast du die Augen nicht gesehen? Von der Frau? Nein. Hatte da...
Oh, schaut das schon ein Träumchen. Audi. Guten Abend, Monsieur. Alles in Ordnung bei Ihnen? Na du so, frage nur nach Ihrer, nach Ihrem Wohlergehen. Befindlichkeit, ne? Ja. Ja, geht uns gut, warum? Ja. Haben Sie Interesse an einem Stück Fleisch? Natürlich. Na klar. Wir sterben vor Hunger. Wir sterben vor Hunger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie den Schützen, ist ganz schön anstrengend, kann ich Ihnen sagen. Ja, 20 Penny für dieses wunderbare Stück. Ja, also, beeilen Sie sich, bevor die Fliegen sich drüber hermachen. Dann bleibt ja nichts mehr viel von übrig. 20 Penny, Monsieur. 20 Penny? Ja. Der rein Schnapper. Mhm. Was immer das auch ist, ja, aber. Ja. Haben Sie sie bekommen? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Sagen Sie, Percy, ich meine, Mr. Black hat mir gesagt, dass Menschen mit einem Stern auf dem Gürtel sind hier die Sheriffs, ist das korrekt? Das ist korrekt, Monsieur. Ja, schön. Warum fragen Sie? Naja, weil mir wurde erzählt, Sie wären sehr spendabel, was Zigaretten angehen und Naja, ich rauche gerade nicht mehr, leider. Schon seit Jahren nicht mehr. Können Sie mir Ihre Zigaretten geben? Naja, wenn ich welche hätte. Aber ich rauche schon so lange nicht mehr, dass die auch schon weg sind, die ich mal hatte. Wo ich aufgehört habe. Ich rauche auch nicht. No, Sie rauchen auch nicht, aber Sie wissen, dass das gesund ist, ja? Ja, natürlich. Engels Echte sind so gesund. Von Engels Echte. Genau, die sind so gesund, da stecke ich mir gleich zwei in den Mund. Ich gleich drei in den Mund. Ja, genau. Also das war unser Werbespruch, genau, wo wir unseren Laden hatten, weißt du noch? Absolut, war großartig. Aber eine andere Zeit, ein anderes Leben. Jetzt müssen wir die Augen offenhalten. Sagen Sie, ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen? Nein, suchen Sie was Bestimmtes? Doch. Nee. Schmuggler und Unionistin. Also mir ist was aufgefallen. Ihnen ist was aufgefallen, Monsieur? Ja. Als wir hier reingeritten sind in die Stadt. Vor der Stadt ist doch diese Tabakplantage. Ah. Stand ein Pferd. Ein herrenloses Pferd. Mon Dieu. Oh ja, vielleicht lauert da jemand einem auf. Vielleicht sollten Sie da mal nachschauen. Ich danke Ihnen. Bitte gerne. Die Schildkröte. Ja, vielen kein Dank. Problem. Natürlich, dann verkaufen wir die doch vielleicht mal. Wieso? Ich kannst du behalten. Schau, ich glaube, ich... Verfault? Hm? Ich glaube, ich weiß, warum da herrenlose Pferde standen. Jedenfalls, pass auf. In dem Gebüsch steht eine schwarze Frau. Bei in welchem Gebüsch? Wo hinter dem Metzger. Dann gehen wir doch mal hin. Ja, und da... Nein, Moment. Und da kann die... Oh, ich liebe sie, du das die, Moment. Diese Dame verkauft Angelruten und Köder. Ah. Bin ich mich nicht aus. Ja, aber... Du sag mal, sollen wir mal schauen, ob wir irgendwie ein Bankkonto eröffnen können? Ihren Rotz? Na, oder allgemein, ich finde das nicht so gut, wenn wir da mit dem Geld rumlaufen, weißt du? Naja, ist ziemlich gefährlich, ne? Ist doch schön, das. Boah. Ihr neuer Kontostand beträgt... Ist das dein Ernst? Ja. Jacques. Hm? Du musst ihn auch einfach... Was machst du denn? Na nichts, ich bin mein Pferd hier ran. Ach so. Siehst du das denn nicht? Sprich mit Mr. Sanders rechts. Nimm ihn mal gut ins Auge, dann... Ist hier Sanders? Nein, Sanders ist links. Rechts ist Sanders. Hab ich doch gesagt. Monsieur Sanders? No, das ist Monsieur Sanders. Hier links ist Sanders. Ja? Oh, ich wollte Mr. Sanders anschauen. Moment. Mr. Sanders, gracias. Na, ja, bis bald. Jacques? Aha. Jacques, ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ist alles in Ordnung? Oh, das ist ja auch so ein stattliches Rotz. Wir müssen diesen Kratzspuren in ihre Nacht gehen. Ne? Ich glaube, wir müssen... Jacques, die habe ich vorher reingemacht.
Ach so. Die habe ich vorher. Haben wir den Fall. Und die, dann haben wir den Fall ja gelöst. Ja, die habe ich vorher reingemacht, damit ich dich ablenken kann von diesem Typ mit der Mine. Verdammt. Du meinst unserem Kollegen jetzt? Ja, stimmt. Das ist ja unser Kollege. Gut, Jacques, schau mal auf die Karte. Warum? Ja, mach das. Wir sind hier wirklich ein bisschen aufgeschmissen in dem Gebiet hier unten, nicht wahr? Ich nehme meine Karte jetzt. Ja. So. Es ist. Wir sind in Rutz. Ja, das Gebiet ist ganz schön klein hier unten. Ja. Und? Ja, wegen. Der sagte was von Grenze. Ja, ist doch hier reingezeichnet, ne? Rot und blau. Ja, ach was, aber. Kommt da. Und ich muss mal meiner Karte aufblicken. Da kommt jemand mit einem Tier. Guten Abend. Hallo. Monsieur. Abend. Das sieht ein bisschen albern aus, wenn wir beide auf dem Pferd hier sitzen. Nicht wahr? Fällt mir gerade auf. Ach, Jefferson, da bist du ja. Gut, das Problem ist, ich bin immer noch am Verhungern. Ach ja, wir haben da so einen Saloon, ne? Ach so, stimmt, wir hatten ja eine Aufgabe. Was war? Hatten wir eine Aufgabe? Ja, was zu essen besorgen. So, wo ist denn der Saloon nochmal? Na da. Ich glaube, das da war das Gebäude da oben. Drin. Ja, ja, warte, da muss ich aber Geld holen. Oh, die Mr. Sanders. Genau. Geben Sie mir mal einen. Ups. Ja, ich würde gerne einen Dollar. Erstmal einen Dollar. Geben Sie mir mal einen Dollar mit. Gracias. Jacques de Vranger. Das ist mein Tier. Oui. Du sagst, hier können wir die Pferde anbinden, ne? Oh, ich bin schon mal vor, ich komme. Natürlich. Audi. Super. Schuppen. Ah, die Scheiße ist in Ordnung. Ist auch nichts. Nee, oben auch nicht. Toll, und jetzt? Ja, Hunger. Weiß ich auch nicht. Zum Generalstore. Ich hab schon einen Hunger. Guten Abend. Hi. Was war? Wollten Sie was trinken, oder? Wir hatten einen Bärenhunger. Oh, eine Suppe hätte ich vielleicht noch für Sie. Oh. Jacques! Super! Jacques de Vranger. Sup? Ah, hast du seine Sup? Der kommt mit Sup, hat er.
Ist das der Besitzer? Ich nehme an. Verzeihen Sie, ich habe mir nur ein neues Hemd angezogen. Na, gar kein Problem. Ja. Aber Zeit. Oh, ist nicht mehr so blutig, ne? Ja, also alles, was wir uns irgendwie hinter die Kiemen stopfen können. Ja, wir haben großen Hunger, Monsieur. Ja, es. Ich schau mal nach. Also. Ah, ich komme herum. Na klar. Monsieur, wie ist Ihr Name? Jennings, Sir. Gunnings. Jennings. Jennings. Sie sind der Besitzer hier? Jawohl. Ah, wunderbar. Super. Ah, mein Name ist Curtis Montiel und das ist unser Kollege. Also, vielen Dank. Also, mein Kollege, Jacques de Francais. Wir sind jetzt hier neue Sheriffs aus Versehen. In welcher Stadt, wenn ich fragen darf? Na, also allgemein. Deswegen auch hier. Allgemein? Genau, also Saint-Denis und hier hauptsächlich. Ah, ich verstehe. Genau. Sehr gut. Ja? Oh, besser als der letzte, den ich hatte. Das ist auch nicht schwer. Also alternativ dazu kann ich Kaffee, Tee oder Wahnsinn. Whisky anbieten. Oder Bier. Ja, Jacques und Whisky, oder? Obwohl wir sind im Dienst, Monsieur. Dann nehmen wir zwei Whisky. Ja. Oder Whisky Sour. Oh. Ich bin süß. Ich auch. Nur den Whisky. Den nehmen wir auch anders. Haben Sie Wein? Nein, leider nicht. Aber bald, oder? Ich will's doch hoffen. Was kriegen Sie, Monsieur? Moment, ich habe noch gar nicht den Whisky eingeschüttet. Oh, das war der Wahnsinn. Oh. Und wie geht es Ihnen? Ach, ich kann nicht klagen. Das ist gut. Das war so lecker. Ich muss mir glatt nochmal einen reinhauen. Immer wichtig, dass man zufrieden ist mit seinem Leben. Ne? Ja, gracias. Ja, so, lassen Sie sich den Whisky schmecken. Und dann auf Rots, ne? Genau. Ja, auf Rots. Und auf Jüde. Auf Jüde. Der Rapsit stirbt. Ah. Oh. Ja, ich bleib beim Bier. Oh ja. Und hier. Ui, der Zit. Ui, ja, guter Stoff. Ja, der ist nicht schlecht. Gut. Ui. Okay. Schack. Satt gekriegt, hoffe ich. Naja, also. Kann ich wirklich sagen, Monsieur. Oh ja. Sehr guter Whisky. Schack? Das war ein bisschen lauter. Vor zwei Jahren. Ich habe selber in meinem Auge gehört. Vor zwei Jahren hast du noch mehr vertragen, mein Freund. Na, du hast mich nicht gesehen. Ich mich raus. Mich im Wald verlaufen, aber immer zu. Ich glaube. Also, wenn einer der Herren so frei wäre und 70 Cent für mich hätte, wäre ich glücklich. Haben Sie sogar noch was zu essen? Ja, natürlich. Für den Weg unterwegs? Moment. Also, ich habe 50. Wie viel hast du mit? Na, ich habe $1,25. Wir kriegen den Mann bezahlt. Sonst müsste ich noch zur Bank, aber das kriegen wir rein. Also, ich habe von der Suppe noch 6 Portionen. Dann her damit. Scheiß drauf. Einfach jeder noch eine. Was, jeder noch eine oder alle 6? Geben Sie mir alle 6. Wir müssen noch weit reiten, Jacques. Nicht wahr? Was sind Ihre Ziele, Monsieur? Sind Sie zufrieden? Ziele. Ja, was wollen Sie? Was wollen Sie hier vom Leben hier im Süden? Oh, ich stelle die einfach mal hier auf den Tisch, ne? Ja, genau. Perfekt. Vielen Dank. So, was bekommen Sie dann insgesamt? Wie viel haben Sie dabei, sagten Sie? Na, zusammen haben wir 1,75 dabei, nicht wahr? Allein, das ist zu viel. Geben Sie mir $1,30. Okay, gebe ich Ihnen. Dann komme ich mal kurz rum, ha? Nicht, dass mir der Jacques wieder. Oder Sie, ja. Nicht, dass mir der Jacques jetzt wieder wegstibitzt hier, ha? Na, geh wie weg. Ja, ja. Na, $1,30, sagten Sie.
Da. Hä? Ach so, na klar. Macht ja Sinn, wenn ich... Ey, Jacques! Verdammte Axt, jetzt komm her. So. Wir müssen erstmal das geben, Jacques. Ach, das reicht, lass uns. Meinen Sie? Ja, ja. Na gut, okay. Was los? Vielen Dank. Naja, irgendwie. Also ich krieg die letzten Pinsel nicht aus der Tasche. Ich hoffe, er liefert irgendwann, dann gibt's auch was Anständiges zu essen. Ja, aber das ist doch erstmal in Ordnung. Ihr Lucifer, vielen Dank fürs Folgen. Naja, es gibt ja auch einige Herzprobleme, ne? Oh, also Miss Tucker ist eigentlich... Hast du Herzprobleme? Na, Erz. Ohne Arsch. Erzprobleme, also ohne Arsch. Aber auch die... Wir haben doch die Yankees im Besitz, ne? Oh. Ja, gut. Vielleicht muss man die vorher räumen, bevor man da arbeiten will. Ja, das würde Sinn machen, ne? Gut, Jacques. Ja, scheiß Yankees. Reißen sich alles unter den Nagel. Ja, aber das wird dem, Ihre Meinung wird dem Marshall sicher gefallen. Oh ja, der Marshall, den habe ich schon kennengelernt. Kurt ist... Ja, was denn? Du kommst her und sagst, Jacques, das bin ich. Und normalerweise machst du das, wenn du was von mir willst, also wenn du mir was sagen willst. Ich will dir was geben, hier, bitte. Ah. Oh, ich danke dir. Bekommen Sie noch Geld, Michi? Nee. Nein, das ist in Ordnung. Lassen Sie es schmecken. Danke. Sie haben auf jeden Fall einen gut, ne? Ja, war auch einiges los auf der Caligalo heute Abend, ne? Ich krieg nicht genug davon, das ist der Wahnsinn. Lang nicht so einen guten. Es ist nur ein Bohneneintopf, aber ich habe lang nicht so einen guten Bohneneintopf gegessen, muss ich sagen. Und Sie, ich habe einfach Speck reingeschnitten. Ihren eigenen oder? Nein, meinen eigenen habe ich für mich behalten. Okay, das mache ich auch immer so, aber ich versuche das immer. Also, es ist schon verlockend, oder nicht? Nein, manchmal, aber den Speck habe ich manchmal, selbst eingesalzen. Ist Wildschwein. Oh, weil manchmal denkt man ja, ach, so viel Speck an mir, da könnte ich doch manchmal was. Ja, da hätte ich doch noch was für andere übrig. Ja, ich fürchte, wenn ich nicht bald was Anständiges zu kochen kriege hier, dann muss ich meinen Speck auch noch abgeben. Ja. Gut. Was meinen Sie? Entschuldigen Sie, ich habe... Ich sagte, ich hoffe, dass ich irgendwann mal was Anständiges zu essen kochen kann. Sonst muss er seinen Speck auch noch abgeben, hat er gemeint. Ja, richtig, sonst... Wird ja alles kommen, ne? Die Farm wurde ja gerade besetzt, Monsieur. Ja, ich habe Mr. Sadman, ich habe schon bestellt bei ihm. Na, haben Sie Vertrauen in unsere Führung? Der Schattmann? Natürlich. Sadman, die Dakota River Ranch. Sind Sie noch lange wach heute, Monsieur? Oh, kann ich nicht sagen. Entscheide ich spontan. Wenn irgendwann nichts mehr los ist, dann gehe ich auch ins Bett. Ja, klar. Jacques. Ouais. Was haben wir jetzt vor? Na, wir müssen noch einmal an der Grenze patrouillieren, ne? Würde ich auch sagen. Und dann müssen wir uns auch irgendwann hinlegen. Genau. Oh, ich werde vielleicht noch einen Topfsuppe kochen. Sehr gut, die Suppe. Danke. Ja. Monsieur Jennings, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, ne? Sie sind ein aufrichter Bürger. Na, von mir auch. Auf Wiedersehen, Herrschaften. Nein, ein Gentleman. Sorry. Ja. Das war ein toller erster Auftritt von uns. Schau, deine Pferde sind weg. Jemand. Die hauen immer wieder ab. Da ist es. Ach, Jefferson. Oh. Bisschen schwach, das Pferd. Vielleicht muss es auch mal was zu fressen kriegen. Ist alles gut? Ja, das stimmt. Ja, Sheriff. Wohin reiten wir? Zur Grenze. Dann auch zur Grenze, ne?
Ich bin aber auch schon gut müde, ne? Wir blicken da noch einmal. Wir müssen nicht, ich bin auch gut müde. Na, wir müssen. Ich würde gerne einmal noch mit dir noch ein Stück reiten, ne? Aber ich fühle mich heute so wortkack. Kennst du das? Wortkack. Ist das dein Bruder von Kack? Wortkack oder? Wortkack. Oh, mein Gott, der Mond, ja. Ja, wunderschön. Marcel, da ist sie bewundert. Was sagtest du? Musst wieder lauter werden, Jack. So wie früher. Ich sagte, was bringen einem so wunderschöne Kleider, wenn keine Marcel da ist, die sie bewundert, ne? Was sind das für Lichter unten? Durch den Wald durch, siehst du das? Na, was meinst du? Ah, sind das die Wauwau? Das könnte sein. Wir schauen mal nach. Soll mal hinreiten? Ja. Es könnte sein, dass das die Wauwau sind. Wir müssen uns hier wirklich immer gut umgucken, ja. Ne? Wir müssen uns diese Gegend hier gut einprägen. Ich weiß gar nicht, Gurtis, vielleicht sollten wir uns mal über ein paar Grundsätze unterhalten. Ah, vielleicht brauchen wir auch mal ein Fernglas, ja? Ey, lass den Mantel anziehen, weil hier draußen die weißen Hemden, die fallen auf über Kilometer. Gurtis, was für Sheriffs wollen wir denn sein? Was für Sheriffs wollen wir sein? Ja, ich meine, was ist eigentlich jetzt unser Ziel? Wir haben überlebt, gut. Jetzt sind wir Sheriff. Da haben wir einen Mann festgenommen. Der wieder rausgelaufen ist, weil ich nicht abgeschlossen habe. Ja, der ja. Wieder rausgelaufen ist, aber ist doch in Ordnung. Sollen wir von dem Wasser trinken? Warum nicht? Ja. Ah, nein, warte, nicht. Ach so, nein. Stopp. Ach so, warum? Lieber nicht. Ich glaube, wir nähern uns den mal nicht. Nee. Ups, alles in Ordnung. Sollen wir nicht wissen, was es mit denen auf sich hat? Oh, man muss mal ein bisschen das Gesicht waschen hier. Absolut. Ah. Oh. Fragen vielleicht. Ich dachte, wir könnten vielleicht hier am Wasser entlang reiten zurück, ne? Mhm. Quartieren uns in Saint-Denis ein, weil keine andere Stadt ist uns auch würdig, ne? Saint-Denis. Oh. Nicht? Ich denke, da werden wir schon ein Häuschen finden, wo wir hin können, oder? Absolut. Aber wir können auch nochmal beim Sheriff vorbeireiten und uns abmelden für heute, ne? Natürlich machen wir das. Das ist ein anständiger Sheriff. Scheiße. Ja, wollen wir das sein? Aber auch manche, die sind verrückt. Die wollen Frankreich erobern, wenn die hier fertig sind. Dann sorgen wir halt dafür, dass die hier nicht fertig werden. Es tut mir leid, aber den kriegt ihr für die nicht. Hase! Finden. Mein Schuss soll dann aufhören, so viel rumzuballern. Ja, mein letzter Schuss hat gesessen. Die Deputies, die Sheriffs sind hier an rumballern wie bekloppt. Ah, du bist das. Hab dich gar nicht erkannt. So, Ah, dann ist die das ist hier dieser. Ja, dieses Brayfeld. Komm, lass da auch rein. Weißt du, was ich mal gern machen würde? Hm. Würde uns hier gerne mal an die Seite stellen. So. Und jetzt laufen wir cool dort rein. Weißt du? Einfach in cool. Verstehst du, wie ich meine? Aber es ist nicht kalt. Hä? Es ist nicht kalt. Nicht so kalt. Aber so cool meine ich nicht. Ich meine nur... Elegant. Jetzt hast du es. Sekund. Muss mich vorbereiten.
Okay, ich probiere es. Können wir? Hey. Warte. Wir müssen gleichzeitig los. Eins. Ah. Oh, Momo. Ah. Oh, Momo. Okay. Ah. De. Trois. Und jetzt schnauze, bis wir da sind. Hey. Nicht sagen. Nur wir unterwegs. Dann gehen wir. Sag wirklich, bitte, schnauze. Hey, natürlich. Einsame. Jacques, bitte, halt die Fresse! Mann, die drei Männer. In den Weg. Schicksal hat vorgeknallt. Und sie sind elegant. Immer weiter auf das Licht zu kommen, die Wenn er weiß, wollen sie etwas Gutes oder etwas Böses. Je nachdem, was sie wollen, es ist etwas, was kein anderer ihnen geben kann. Können er sich nur selber geben. Denn sie sind Männer. Richtige Männer. Langer Tanz. So tanzen die beiden. Midnight, mit der Nacht. Ja. Man muss ja auch einfach nur manchmal die Schnurren und miteinander gehen. Einen langen Weg. Mon Dieu, der ist sehr lang. Mon Dieu, der Weg ist wirklich obisch lang. Kurtis, Entschuldigung, ich muss das Schweigen einmal brechen. Findest du nicht auch, dass der Weg unglaublich lang ist? Urdis, ich finde, dass der Weg unglaublich lang ist. Sehr langer Weg. Ist es nicht so, dass eine Waffe ein richtig hartes Glied gibt? Was? Hm. Ah? Was? Das ist das, was du da in der Hand hältst, das es macht. Ja. Wir fragen mal, ob alles in Ordnung ist, ne? Das viele Männer. Weiß nicht, ob das Jacques, die haben alle Waffen, verdammt. Ja, komm, wir reden lieber. Die haben das schon im Griff. Private Property. Ja, Private Property, sag ich doch. Bert? Das ist nicht ein anderes Wort für Po. Wir am Zaun entlang, ne? Sind wir nicht diesen verdammte Weg zurück? Dieser ganze Weg. Wirklich so weit. Und hier einen Dollar. Kriegen wir ständig. Hä? Ja. Das ist nicht unfassbar, wie viel Geld wir bekommen werden. Wo willst du hin? Willst du nach Rot? Schonte nie. Ja, wir gehen noch kurz beim Sheriff vorbei, ne? Ja, genau. Ach so, ja. Und dann gehen wir nach Chante nie, melden, also Roach meldet uns ab und in Chante nie suchen wir uns ein Häuschen, wo wir vielleicht unterkommen können, ne? In Zukunft. Ja, wo wir auch ein bisschen bleiben können. Genau, wo es keiner merkt, weißt du?
Also ich bin hier und der Mann liegt doch. Der Mann liegt doch. Kann man vor ihn nehmen. Boah, das geht doch. Darf ich Ihren Namen erfahren, Monsieur? Nordi. Abend. Was ist denn hier los? Hab ich mich auch gerade gefragt. Sie haben mir noch nicht Ihren Namen gesagt. Darf ich mich kurz vorstellen? Sheriff Jacques, das zu Ihrer Rechten ist. Sheriff Montiel. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Wir standen vor 1,5 Stunden Sonne nicht im Office. Ja, ist ja klar. Mr. Roberts. Wer ist denn der Typ hier? Ja. Ich bin Mr. Roberts, Sheriff in Rhodes, und das ist einer meiner Verandahalter. Ah, ist das der Mann, den ich... Oh, sag, das ist der Typ, den ich zur Ausnüchterung in die Zelle gepackt habe, weil er mich angegriffen hat, aber der ja... Der nüchtert auch hier aus, würde ich sagen. Ja, ich denke, dem geht's auch so wieder, weit wieder gut. Wir brauchen noch ein kleines Verdauungsschläfchen. Ja. Naja, wir wollten nur sagen... Ich trau dem nicht. Wir wollten nur sagen, dass wir gerade dort hinten von der... Was war das? Braved Manor. Ja, in der Nähe haben sich ein paar Natives niedergelassen, ne? Ein paar was? Natives. Indianer. Ach du Scheiße. Ja, da stehen so typisch so Zelte rum. Absolut. Ach, die Dinger, ja. Ja, ja. An der Flusszunge, ja. Absolut. Ja. Landzunge an, also mehr so. Ja, das ist uns bekannt. Schon eine ganze Weile. Okay. Aber auch. Sollten wir im Auge behalten. Wie viele sind dort? Weiß man das? Zuletzt waren die relativ friedlich. Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht. Naja, die können auch anders. Wir sprechen aus Erfahrung. Ja, aber die können auch friedlich. Ja. Die mögen es nicht so gern, wenn man im Busch sitzt. Ich kann auch nicht an die Decke scheißen. Naja. Dann ja, eine gute Nacht noch, ja. Ist nicht wirklich Kontakt mit ihnen aufgenommen worden, ne? Naja, wir ziehen uns jetzt auch zurück. Die leben lassen, die sind sehr verbunden. Noch ein schöner Rest. Die Natives? Ja. Die sind ja natürlich. Natürlich. Aber es ist gut zu wissen, wo die wohnen, ne? Ja, definitiv. Monit, gute Nacht. Gute Nacht. Ich und mein Namensgedächtnis. Wie heißt der jetzt? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Ja, geht mir genauso. Ich habe mir die noch nie gemerkt, irgendwie bei dem. Die sehen alle gleich aus, ja. Ja, guck mal uns an. Was? Was? Aber wir sind elegant und schick. Komm, wir gucken noch mal kurz, ob der Typ da noch ist, der uns auch ohne Pippel hat. Bist du sicher, dass wir das machen sollten? Um diese späte Uhrzeit. Ja, vielleicht hast du recht. Gucken wir nächste Mal morgen, oder? Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Jetzt suchen wir uns erstmal das Schickste aus in Saint-Denis, das wir uns leisten können. Wollte sagen, der Saloon, ne? Ja, warum nicht? Wir müssen hier alles erkunden, Curtis. Uns mit dieser Gegend vertraut machen, das ist das Wichtigste, ne? Ja. Naja, Jacques, sollen wir das jetzt wirklich in Angriff nehmen und wirklich hier? Ich weiß nicht, ich will dir nicht helfen, hier den Krieg zu gewinnen. Verstehst du? Hörst du mich? Ja. Ich will das auch nicht. Ich meine... Also Schritt 1 haben wir geschafft, wir leben noch. Und wir kriegen Geld. Okay, ich sag aber, du musst eins in Realistischheit führen hier. Hm. Wenn wir... Der Typ sagt so salopp, weil er halt einen an der Klatsche hat, wir überfallen dann Frankreich, aber... Das entscheidet dann immer noch das Government. Nicht ja, natürlich eher. Entscheidet das Government, aber... Wenn ihr solche Verrückten rumrennt... Ja, Jacques, der hat doch keinen Einfluss. Guck ihn dir an.
Das ist ein Spaß. Wir werden auf jeden Fall, ich würde sagen, wir schlafen jetzt erstmal, wir bleiben auf jeden Fall eine Weile hier und halten uns bedeckt, ne? Spielen die Gesetzeshüter, machen unsere Arbeit gut, ne? So gut wir können. Ja, ich denke, eine Weile können wir, ein paar Wochen können wir das machen, ne? Absolut. Vielleicht gefällt es uns ja irgendwann und wir wollen gar nicht mehr aufhören. Das glaube ich nicht. Ja, lass die Pistole stecken. Ja, ja. Wir sind jetzt Southern Gentlemen. In Saint-Denis, war noch nie dort. Es sieht nicht aus. Es ist ein Ohn, was hier passiert. Verdammt! Schau, wohin? Ja. Du sagtest doch etwas von einem Saloon, ne? Ja, ich glaube, der war bei diesem Klamottenladen. Sollen wir nochmal bei unserem Sheriff vorbei? Können wir auch. Die Richter Gottes. Hier links. Also rechts. Den Witz haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ja? Ewigkeit. Warte, wir nehmen den Mitarbeitereingang. Können wir hier schlafen? Vielleicht. In den Zellen? Was soll denn die Scheiße? Versuch mal, ob die Tür offen ist. Haben wir Schlüssel bekommen? Na. Wenn er will. Ah. Ah. Na, da schlafen wir nicht. Aber auch nicht. Ja. Ich hab mal den Nagel aus der Tür gezogen. Gut, lauf mal zum Salon. Ja. Sag, sowas haben wir ewig nicht mehr gesehen. Guck mal. Was ist das? Théâtre Râleur. Théâtre? Mon Dieu. Erinnerst du dich? Ach. Zu. Mann! Kommt man gar nicht rein! Wir können nicht ins Theater? Warte. Ich muss eine weggeben. Immer noch ein paar Nebeneingänge. Ja. Oh, so hell beleuchtet. Das war einmal, Jack. Ich glaube, sowas werden wir nie wieder erleben. Nicht. Was? Sag das nicht. Wir werden uns eine Gitarre besorgen. Ich glaube das nicht, Jack. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind zurück. In diesem Theater. Aber...
fühlt sich nur so an. Weißt du noch? Damals? Ja. Wo wir es ihnen allen gezeigt haben, ne? Ja, ja, und wo wir hier raus sind. Ich hab dir doch den Zauber gezeigt. Ja, durch einen Seiteneingang. Hier waren wir ja nicht, ne? Nee, hier nicht, aber ich meine, das muss derselbe Grundriss sein. Also derselbe Architekt hat das vielleicht gebaut, ne? Und wir von drinnen hier raus? Oh, natürlich nicht. Und? Jappa! Alles in Ordnung? Na klar. Die Richter Gottes. Ein Geheimnis der Nacht. In einem dunklen Spiel. Oh, es wird schon hell, wir müssen dringend ins Bett. Oh Mann, die ganze Nacht wieder durchgemacht. Scheiße. So ist viel besser. Nicht wahr? Ja. Ach, der Anzug sieht gut aus. Ja. Gefällt mir, wie wir aussehen. Ja, finde ich auch. Bon nuit, ne? Monsieur François. Bon nuit. Dazu haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Aber einige Probleme. Sollte der Marshal... Ja. Ja? Sollte der Marshal herausfinden... Dass ich gar kein Franzose bin, sondern... Weil ich habe vorher im Gespräch, wo die uns eingestellt haben, hat er gesagt, macht eure Arbeit richtig. Habe ich gesagt, sie. Aber es ist keinem aufgefallen. Ist das der Saloni? Ja, auch nicht. Ach, guck. Sieht salonisch aus. Oh. Weißt du, was ich denken muss, wenn ich das hier sehe? An George. Hey. Nee. Salut, mon ami. Oh, was? Jacques, die haben keine Zimmer mehr frei. Papi, Herr Bördor. Die haben keine Zimmer mehr frei. Keine Zimmer mehr frei? Nee. Was ist denn das? Ich meine, was ist denn da los? Oh. Nicht das Schloss aufschießen. Ich kann das besser. Sie wollte noch nicht mehr so viel rumballern. Das geht nicht. Ging nicht. Also, wo schlafen wir dann? Ja, scheiße. Oder hast du die Tür aufgeschlossen? Nee. Was ist denn das hier? Ist nett, ja. Ja, der Hinterhof. Mhm. Hier müssen wir uns auch umsehen. Die ganze Gasse hier kennenlernen, ne? Was ist das für ein Gestank? Ist ja was verstorben und verwisst. Diese Gasse ist ja ekelhaft hier. Und hier irgendwas Widerliches muss hier schon ewig lange liegen. Oh, guck mal, eine Bank. Ah. Irgendwas Ekelhaftes muss hier schon ewig so lange liegen. Oh, warte. Nein, wir sind auf der anderen Seite, Schack. Ja. Das machen wir dann bei unserem Abgang. Vorher noch kurz. Oh. Hallo, Monsieur. Lassen Sie mich raten, wie ist Ihr Name? Bonjour. Hä? Jacques Demont ist Ihr Name? Jacques Demont? De Monet. Jacques. Jacques de Monet.
Und $2 ist mein Kontostand, das heißt, ihr seid verknüpft. Das ist ja wunderbar. Das heißt, die Banken sprechen miteinander, das ist ja mal eine tolle. Das ist ja wirklich sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wunderbar. Nun denn, wissen Sie, wo wir rüber schlafen können? Oh Mann. Weißt du was, wir pennen im Pub. Das ist was für die Unterschicht. Ja, dann schlafen wir im Saloon einfach oben. Ja. Ja. Das ist doch, wir probieren noch mal. Du hast doch die Tür sicherlich aufgeschossen. Nee, ich habe nur durchs Schlüsselloch geschossen. Dann probiere ich das noch mal. Und dann geht die Tür sicherlich auf. Wir gemeinsam. Ich finde das keine gute Idee. Sagt der Typ, der die ganze Zeit rumballert. Ich? Okay. Wir haben exakt gleich viel rumgeballert. Wie viel Schuss hast du noch? 30. Wirklich? Ja. Ich habe so viel auf den Asen geschossen. Ja, that's what I'm talking about. Ja. Also 29 habe ich noch. Aha. Aha, es wird immer weniger. Gleich so, also ich habe noch 4. Nee, ich habe noch 29, wirklich. Ah, gut. Curtis. Dann halt hier. Insel gehen. Ja. Ihnen eine gute Nacht. Ja, dir auch. Au revoir. Bis morgen.